Und mit solchen Querulanten wollen die am Montag alle Probleme lösen. An einem Tag, Freunde. Ehrlich, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Ah, was? Einen Tag ist in der Tat Bullshit, Oliver. Diese Problemchen, die löse ich Ihnen in einer Minute. Also eine Minute finde ich doch sehr optimistisch. Da sagt Ihre Frau auch immer. Los. Auf geht's, 60 Sekunden, stopp die Zeit, du Gesichtswurst. Problem 1, Betreuungsgeld. Abgelehnt, weil CSU-Idee, also Scheiß-Idee! Alternativvorschlag zur Entlastung der Kitas. Verhütung, schon mal gehört? Problem 2. Energiewende ist leider nicht zu schaffen. Denn wie sagt der deutsche Ökospießer? Windstrom ist voll wichtig. Aber muss die Stromtrasse durch meinen Garten führen? Bau die mal bei meinem Nachbar. Der trennt immer sein Müll falsch, die dumme Sau. Machen wir es doch so. Atomkraftwerke grün anstreichen und ein kleines Windrad obendrauf stecken. Feierabend. Problem 3. Vorratsdatenspeicherung. Totale Idiotendebatte. Das gibt's doch längst, den Scheiß. Nennt sich Google und Facebook. Die Verbrecher haben alle unsere Daten, weil wir Schwachmaten sie ihnen geben. Hier, sowas posten die Leute! Ja, wie bescheuert muss man denn da sein? Und wenn man alle Probleme der Koalition auf einmal lösen will, hätte ich den ultimativen Tipp. Steckt den ollen Seehofer endlich ins Heim! Ich sag mal, knapp über eine Minute. Respekt. Ja, dürfte ich jetzt eventuell wieder meine Sendung moderieren? Ginge das? Gleich. Wird die schwarz-gelbe Regierung bis zur Bundestagswahl 2013 überhaupt noch irgendwas zustande kriegen? Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht. Nein.